Jetzt bin ich gespannt. Rein technisch sollte es jetzt schon kommen. Ungefähr gleich. Da ist es. Oh. Okay. Wir haben das Pazifisten-Achievement erreicht. Also, dementsprechend spielt es keine Rolle, dass wir Wölfe im Nahkampf bekämpft haben, obwohl wir Waffen dabei haben, gehabt haben und mindestens einen Wolf im Nahkampf auch erlegt haben. Also er ist dann an den Verletzungen gestorben. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Long Dark. Und das wiederhole ich jetzt gerade für mich persönlich, denn mir ist eben das Spiel abgestürzt und der Rechner abgestürzt wegen Grafik und hast du nicht gesehen und alles Scheiße. Deswegen fangen wir jetzt nochmal von vorne an. Und es ruckelt mal wieder. Oh, ich hasse es, wirklich. Ich hasse es. So, ich mache das jetzt mal ganz schnell. Was ich nämlich mitgenommen habe, war noch ein halber Liter Wasser. Ich habe hier noch einen Kaffee mitgenommen. So. Rein zur Sicherheit. Dann bin ich hier rum und habe hier noch einmal so ein paar Streichhölzer mitgenommen. Dann habe ich hier, glaube ich, noch die Wasserreinigungstoilette mitgenommen. Genau so. Ja. Das ist gut. Das ist auch gut, glaube ich. Das ist auch gut. So, sonst habe ich, glaube ich, hier nichts mehr mitgenommen. Ach, doch. Moment, ich habe nämlich noch. Nee, da war es nicht. Hier war es. Ich habe mir noch dreimal Angelzeug gemacht, denn das ist total leicht und dann brauchen wir kein Nesset mitzunehmen. Jawohl. Schön. So, gucken wir mal, ob das jetzt mit der Aufnahme hier klappt. Es steht auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste ein neuer Rechner. Ich muss da langsam mal was tun. So, damit hätten wir das Angelzeug. Haben wir sonst noch irgendwas vergessen? Ja, die Gewehrmunition wollte ich noch mitnehmen. Zack, zack, zack. Perfekt. So, jetzt sind wir aber irgendwie überladen und ich weiß nicht mehr genau warum. Habe ich irgendwas noch hier gelassen? Brandbeschleuniger. Warum habe ich denn jetzt überladen? Das hatte ich eben nicht. Man weiß es nicht genau, ne? Okay, ist auch egal. So, ich werde auf jeden Fall jetzt gerade mal hier was essen. So. Und dann gehen wir sofort los. Denn wir wollen in Richtung. Wohin wollen wir eigentlich? Rätselsee, natürlich. Dahin wollen wir. So, ich bin mir relativ sicher, dass ich noch irgendwas hier gelassen habe, weil wir irgendwie. Ach, guck mal. Ja, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Müsli-Riegel. Da war ein Müsli-Riegel dabei. Den brauchen wir auch nicht mitnehmen, weil der hat ja auch. Und so. Keine Verluste hier. So, ne, ihr wisst schon. Der bleibt ewig haltbar. So, das war aber nicht das, was ich hier gelassen habe. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Das sieht eigentlich alles soweit ganz gut aus. Das würde ich gerne mitnehmen. Hier. Ich weiß es nicht mehr. Nee, sieht eigentlich soweit ganz gut aus. So, da war noch Holz drin. Hier, die Gewehrmunition hatten wir. Ja, okay. Dann auf geht's, Freunde der Sonne. Auf geht's. So. Und ich werde hier eine Flare rausnehmen. Und dann bin ich mal ganz mutig. Sieht so friedlich aus hier gerade, ne? Es sieht wirklich friedlich aus. Okay, Ziel ist es, zur Schlucht zu kommen. Auf dem Weg nehmen wir noch die Handvoll Hütten mit, die wir da oben vergessen haben, wo wir beim letzten Mal halt quasi den Bären gesehen haben und gesagt haben, nee, da gehen wir lieber mal nicht lang. Das machen wir nicht. Da stehen auf jeden Fall noch Hütten, wo wir noch nicht drin waren. Die liegen aber quasi auf dem Weg, ne? Von daher passt das schon.
So, ich glaube, ich werde mir das hier mal ein bisschen lauter stellen. Ja, so ist perfekt. Oh nein, oh nein. Hat er uns schon gesehen? Das ist genau der Bär. Okay, ich glaube, er hat uns noch nicht gesehen. Aber wir müssen genau da lang, wo er quasi gerade herkam. Okay. Es wäre lustig gewesen, wenn er auf den Baum geklettert wäre, ne? Ach ja, schön, 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 schön. Okay, dann hätten wir den auf jeden Fall schon mal hinter uns gelassen. Okay, er kommt leider zurück. Aber er hat uns trotzdem nicht gesehen. Jetzt müssen wir nur mal kurz im Auge behalten, wo er denn da langläuft. Ob er quasi mit in unsere Richtung wieder kommt oder ob er da oben zum Container geht. Spontan würde ich sagen, geht er eher in Richtung Container. Aber so ganz genau weiß man das natürlich bei so einem Bären manchmal nicht, ne? Da kommt er nämlich in unsere Richtung, so. Aber ich nutze mal die Gunst der Stunde, weil wir waren auf jeden Fall schon weit genug weg von den Bären. Und nehmen wir mal, glaube ich, die Schösslinge hier mit. Zack. So. Ich denke, das passt. So. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt beruhigte so eine Fackel in die Hand nehmen, glaube ich. Ich denke, das passt. Wir haben ja immer noch keine Waffe dabei, ne? Also das Gewehr liegt oben im Container, einen Bogen haben wir noch nicht. Deswegen müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. So. Aber alles gut soweit, ne? So, da wir jetzt in etwa in Sicherheit sind, erstmal kann ich ja ein bisschen erzählen. Gestern war nämlich der letzte Livestream. Also nicht der letzte für immer, sondern der letzte halt. Der letzte, den ich gemacht habe. Also der letzte. Und der nächste dauert halt noch ein bisschen. Und der war mal wieder sensationell. Oh, guck mal, alles abgebrannt. Oh, guck mal, Nebel. Super. Das war echt wieder viel los. Bernd hat sich alle Ehre gegeben, nicht zu verhungern, nicht zu verdursten, generell nicht zu sterben. Es war mal wieder sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Minus 4 Grad, das ist auch sehr unterhaltsam. Ja. Haben wir den überhaupt noch? Ja, guck mal, zwei Hütten stehen noch. Das ist ja nicht so verkehrt. Dann gehe ich hier mal rein, würde ich sagen, ne? Sehr schön, sehr schön. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier noch alles haben. So, da haben wir schon mal nichts. Oh, guck mal, eine Limo. Oh, guck mal, eine Tomatensuppe. Ich nehme jetzt von hier echt dann auch alles mit, ne? Das macht ja keinen Sinn, das jetzt hier stehen zu lassen. Das wäre ja eigentlich Quatsch. Ich glaube in der Tat, ich zünde aber gerade mal wirklich hier die Fackel mal an, um es ein bisschen heller zu machen. Wenn ich jetzt mit der Fackel raus in den Sturm gehe, geht die dann automatisch aus oder habe ich eine gewisse Karenzzeit? So, mal gucken, dass ich hier nichts übersehe. Man weiß es nicht, nur wir werden es ausprobieren. Ab ins nächste Haus. Okay, diese Frage wäre beantwortet. So, dann hole ich nämlich lieber mal die Laterne raus. Nee, Holzbrikett, tut mir leid, das kannst du behalten. Das ist mir dann doch ein bisschen zu schwer, ne? Das Ding wiegt, glaube ich, 2 Kilo, kann das sein? Ja, nee, lieber nicht. 2 Kilo sind mir ein bisschen zu viel. Denn wir haben ja noch ein komplettes Gewehr, was wir oben mitnehmen müssen mit 4 Kilo. Boah, nee, vielen Dank. Den Dosenöffner brauchen wir auch nicht. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, der hat 86%, der hat 73%. Komm, wir machen das so.
Ist auch nicht unbedingt notwendig gewesen, ne? Aber sicher ist sicher. So, jetzt stellt sich mir aber die Frage, wollen wir in dem Sturm weitergehen? Es ist nämlich eigentlich sehr kalt draußen gewesen, ne? Und ich überlege gerade, pass auf, ich esse mal hier die Erdnussbutter auf. Trink noch mal einen Schluck. Und ich glaube, dann würde ich mich eher mal ein Stündchen schlafen legen. Ich schaue gerade mal auf die Uhr. Ach, guck mal, perfekt. So. Und so. Zwei Stündchen. Gucken, ob der Sturm vielleicht in der Zeit nachlässt. Im Normalfall würde ich sagen, das wird er nicht. Ja, wie vermutet, ne? Pass auf, dann schlafen wir nochmal zwei Stündchen. Ich glaube, wir hatten noch 10 Stunden Tageslicht übrig, als wir die Tankstelle verlassen haben. Okay, ich schlafe nochmal zwei Stündchen. Hört sich jetzt nicht so an, als ob ich das bessern würde, ne? Und wir bewegen uns jetzt auch so langsam in Richtung Dunkelheit, wenn mich nicht alles täuscht. Ich schlafe noch mal ein Stündchen. Ja, ich denke, wir werden die Nacht hier verbringen. Da haben wir leider nicht viel Wahl. Das wiederum bedeutet... Achso, die habe ich gerade eben eigentlich... Ich wundere mich gerade, warum habe ich denn eine Limo mitgenommen? Das ist aber seltsam, Klaus. So. Ich esse jetzt auch in der Tat mal irgendwie... Was mache ich denn da? Hör mal auf damit. So. Dann esse ich mal die richtigen Dinge. Ich wunderte mich gerade schon sehr. Wieso habe ich ja nichts Orangenes mehr? Wieso habe ich ja nichts mehr, was abgelaufen ist? So, das reicht mir auch schon. Vielen Dank. Trinken. Und ich schlafe dann jetzt direkt 12 Stunden, weil ich nicht glaube, dass es noch lange hell ist. So. Klapper, 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 klapper. Sturm, klapper, Sturm, Sturm, klapper, klapper. So, perfekt, ne? Haben wir relativ gut geplant, würde ich sagen. So, natürlich trinken wir nochmal einen Schluck. So. Und kalorientechnisch dürften wir noch auf einem... Ja... Pass auf, ich möchte echt für die Reise gucken, dass wir nicht unbedingt Zustand verlieren. Deswegen haue ich die Dose Hundefutter jetzt einfach nochmal weg. Und dann machen wir uns quasi direkt wieder auf den Weg, in der Hoffnung, dass jetzt nicht unbedingt der Bär oder so direkt in der Nähe ist. Na ja, guck mal, das sieht gut aus. So, oben oder unten lang? Da bin ich jetzt gerade überfragt. Ich glaube hier lang, oder? Oder war es doch oben lang? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal... Eigentlich sagt man immer, man sollte die erste Entscheidung nehmen. Naja, machen wir auch. Wir gehen hier lang. So, wie sieht es denn aus? Minus 6 Grad. Okay, das ist natürlich nicht besonders warm. Ist aber natürlich auch sehr früh am Morgen. Ne? Das war fast zu erwarten. So, wie viele Tage haben wir denn? 26 Tage, 15 Stunden, 30 Minuten. Wuhu! Ich würde sagen, neuer Rekord, aber leider nicht. So, ich nehme aber hier nochmal so eine Fackel in die Hand. Und ich glaube, wir hätten doch da oben lang gehen müssen sollen. Komme ich hier oben rum? Bestimmt, oder? So, hatte ich da Krähen übersehen? So, jetzt muss ich leider nochmal zurück. Ich habe da Krähen übersehen. Wie konnte mir das denn passieren? How could that happen to me? Auch übrigens ganz lustig. Gestern waren zwei amerikanische Zuschauer mit im Livestream drin. Fand ich auch sehr lustig. Und die waren auch beide relativ lange da. Dafür, dass es ein deutscher Stream war. So ein, keine Ahnung, ein halbes Stündchen oder so. Fand ich echt nicht schlecht. Und auch wieder ein paar neue Leute mit dabei.
Es war ein sehr cooler Livestream. Und wir haben spontan mal eben 2 Stunden länger gemacht, als eigentlich angesetzt. Aber es war auch wieder echt cool. Es war mal wieder echt cool. So. Also, ich meine, das wären alle Innenräume hier auf der Küstenstraße gewesen. Wir brauchen das Achievement hereinspaziert ja noch. Und ich wüsste jetzt nicht, was wir hier an Innenräumen noch vergessen hätten. Von daher hoffen wir einfach mal, dass das alle waren. Und war auch ein Grund, warum ich mich dann letztendlich für den Rätselsee entschlossen habe. Neben dem Achievement hereinspaziert. Dann halt auch noch die Tatsache, dass wir schon relativ lange nicht mehr im Rätselsee waren. Das war dann auch nochmal ein Argument dafür, zum Rätselsee zu gehen. Wie kommt mir das hier alles so unbekannt vor? Oh, it's very interesting here. Hm. Aber eigentlich spielt es keine Rolle, ne? Wir müssen sowieso bis zum Ende der Map ungefähr durchgehen. Also von daher sind wir auf jeden Fall erstmal so grob in der richtigen Richtung unterwegs. Das ist ja schon mal das Wichtigste, ne? Okay, es wird natürlich jetzt gerade kalt. Das war zu erwarten, aber minus 4 Grad. Das bringt mich fast dazu zu sagen, alles klar, ich mach mal hier die Fackel an. Denn die bringt ein bisschen Temperatur. Haha, und schon wird uns wieder warm. Generell muss ich sagen, das habe ich festgestellt, im Rahmen der Tätigkeit Screenshots für Thumbnails machen, sind die Leuchtmittel bei The Long Dark eher störend und irritierend, muss man sagen. Also sie nehmen halt auch echt relativ viel Bildfläche ein, ne? Das muss man halt auch mal sagen. So, ich gehe sicherheitshalber hier nochmal in den Container rein. Zum einen zum Speichern. Falls mein Spiel gleich abstürzen sollte, habe ich zumindest eine fertige Folge quasi von der Zeit schon. Und zum anderen einfach nur nochmal zu gucken, ob wir hier wirklich drin waren. So. Ja, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Das ist der Gang Richtung Schlucht. So, und ich würde eigentlich gerne noch bis zum Container kommen, ne? Das wäre eigentlich ziemlich super. So, lauf, Emilia, lauf. Joa, bis zum Container kommen wäre echt noch cool, aber das ist noch ein ganz gutes Stück hier, ne? Wir sind jetzt bei der Brücke quasi. Dann machen wir jetzt gleich den Rechtsschlenker hoch Richtung versteckt gelegenem Häuschen oben und Container. Und wir haben unter Umständen noch 1 bis 3 Wolfsbegegnungen auf dem Weg. Grob geschätzt. Und wie das bei Nebel immer so ist, sind die Wölfe echt schwer zu erkennen. Aber ich habe nicht vor, den ganzen Weg da hoch jetzt zu schleichen. Das dauert mir dann echt zu lange. Wir sind relativ gut ausgestattet mit Fackeln. Das passt schon. Und ich werde jetzt gar nicht da unten lang gehen, sondern ich werde direkt hier oben lang gehen. Das ist zumindest der kürzere Weg. Und eventuell kann man dann aus der Ferne schon ein bisschen was erkennen. Momentan erkenne ich nicht so wirklich viel. So, und ich werde hier auch den Weg ganz oben rumnehmen. Also hier über die Kuppe, wenn ich hier raufkommen sollte. Jawohl, sehr schön. Dann habe ich von hier aus einen besseren Blick auf die Situation da unten, sollte man meinen. Also wenn wir erstmal oben sind. Ja, so ist das super. Dann kann ich mich nämlich hier gerade mal kurz ein bisschen umgucken. Was bei Nebel natürlich echt, echt nutzbringend ist. Na ja, gut, man darf sich auch nicht beschweren. Ne? So, wir folgen dem Weg hier ganz einfach. Ja, ja, ja.
Wir folgen dem Weg hier ganz einfach. So, da ist der Container. Noch höre ich keine Wolfsgeräusche oder sonst irgendwas. Ich werde aber jetzt gerade mal gucken, wie viel Haltbarkeit die Fackel da noch hat, die wir da gerade anhaben. 51%, kann das sein? 44%, Entschuldigung, ich habe mich verguckt. Aber das reicht auf jeden Fall noch ein bisschen. Vielleicht haben wir ja mal Glück und wir treffen nicht auf einen Wolf auf dem Weg hier. Wobei ich das fast schon für utopisch halte. Ich beiß gerade nochmal hier in so ein Schweinefleisch rein. Mach schneller, Emilia. So, reicht mir. Es sieht bisher ganz gut aus, ne? Aber wie das bei The Long Dark immer so ist, das kann sich auch echt kurzfristig ändern. Also den... So, pass auf, ich werde mal kurz sprinten. Oh. War eine relativ ungünstige Position für eine Fackel. Aber gut. Oh, ernsthaft? So, pass auf. Da machen wir das mal ganz einfach hier. So. Alter, boah. Junger Vater, ey. So, da lag eine Fackel auf der Erde. Ich habe die gesehen. Okay, mein Freund. Die nehme ich mal mit, dann machen wir einen Stock draus. Hui, 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 hui. Ich werde mich rächen bei allen von euch, ich sag's euch. So, und dann sind wir quasi auch hier am Container angekommen jetzt so, ne? Fast. Wenige Schritte noch. Der Abladeplatz. Yippie-yay. Wuhu. So. Sehr schön. Auch noch quasi just in time. Ach stimmt, ich habe mir noch Wasser hier gelassen, ne? Das war klug von mir. So, pass auf, die kann ich jetzt erstmal hier wegschmeißen. Brennen wir nicht die Hütte ab. So, und ich habe natürlich auch jede Menge Nahrungsmittel noch hier gelassen. Ne? Das war auch weise. So, wo habe ich denn hier das Gewehr hingetan? Achso, das war unsauberes Wasser, wenn ich mich recht erinnere. Hier habe ich das Gewehr hingetan. Okay, so, Gewehr. Und damit sind wir echt schon ziemlich gut überladen. Pass auf, die Fackel schmeiße ich mal raus. Ich habe noch Streichhölzer hier gelassen. Das ist aber eigentlich alles okay. Den Kanister hole ich mal gerade eben raus und fülle mal unsere Laterne auf. Auch wenn die es jetzt nicht unbedingt so nötig hat, aber sicher ist sicher, ne? Jeder Milliliter zählt. So, das rüber. So, jetzt haben wir das Gewehr. Haben wir noch was reingepackt? Nein. Okay, jetzt geht es im Prinzip nur darum zu gucken... Dass wir schauen, wie das hier dann weitergeht. Ich schlafe aber jetzt einmal zum Speichern, kurz ein Stündchen. Der Nebel geht mir nämlich echt auch im Sack, so 10 Stunden Tageslicht. Das heißt, es lohnt sich jetzt nicht, hier nochmal irgendwie eine Nacht zu verbringen. Das bedeutet aber für mich, dass die Folge an dieser Stelle erstmal zu Ende ist. Also nicht erstmal, sondern die Folge, wir beenden die Folge jetzt hier an dieser Stelle. Wir haben es bis zum Container geschafft und in der nächsten Folge schauen wir mal, was wir mit dem ganzen Krempel, der jetzt hier noch rumliegt, machen. Ich werde ein paar Sachen hier lassen müssen, ne, von den Sachen, die jetzt hier noch gelagert sind. Das macht aber auch nichts. Ich finde den Container hier oben eigentlich gar nicht mal schlecht, so um vielleicht, wenn wir vom Rätselsee wieder weg Richtung Desolation Point gehen oder so, dass wir hier am Container noch so einen kleinen Notfallvorrat haben, den wir vermutlich wieder nicht brauchen werden, aber man weiß ja nie. Ja, in diesem Sinne soll es das aber erstmal gewesen sein. Wenn euch das gefallen hat, dann gerne Kommentare, Däumchen, wie immer. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von The Long Dark schon wieder. Bis dahin, ciao!